Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Azuric Rise of Parathia. In der letzten Folge haben wir hier im Scherbenraum das Lied gespielt und die großen Türen am Baum geöffnet und den Aufzug nach oben aktiviert. Wie ihr sehen könnt, habe ich das in der Zwischenzeit wieder getan. Ich war auch schon oben, habe dort den Transporter aktiviert und die bunten Steine eingesammelt. Das heißt, theoretisch können wir genau an der Stelle weitermachen, an der ich beim letzten Mal leider verunglückt bin durch einen tiefen Sturz. Allerdings, bevor wir wieder nach oben fahren und genau an dieser Stelle uns ein weiteres Mal versuchen, möchte ich gerne hier unten bleiben, im unteren Bereich um den Baum herum, denn bei meinem Rundgang neulich sind mir auch hier noch ein, zwei Dinge aufgefallen, die ich beim ersten Mal übersehen hatte, die wir noch nicht erkundet haben. Und das möchte ich mir gerne mit euch zusammen anschauen. Und wir fangen mal auf der linken Seite an. Es ist nämlich sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite sind mir offenbar zwei Wege entgangen, die wir noch nehmen könnten. Und ich frage mich, ob wir nicht vielleicht auch bei dem Rätsel mit den Spiegeln schon weiterkommen können. Aber dazu gleich mehr, sobald wir uns hier durchgekämpft haben. So. Ja, noch einer. Komm her. Ach ja, und der Steinriese auch noch. Was ist jetzt los? So, der. Nein, fall jetzt nicht runter. Wir klettern hier nochmal hinauf, beziehungsweise wir klettern nicht, sondern lassen uns hoch tragen. So, und kommen hier zu dieser Plattform mit dem Lichtstrahl. Das kennen wir ja schon. Genau, hier können wir die Scheinwerfer aktivieren. Und ich vermute, dass wir die entweder auf die roten oder die blauen Kugeln am Baum richten müssen. Und wir können das gerade mal ausprobieren, was mir nämlich aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob mir das beim ersten Mal aufgefallen ist. Wenn wir das jetzt zum Beispiel hier auf die blaue Kugel richten. Genau, dann erscheint da auf der rechten Seite unten auch eine blaue Kugel. In dieser merkwürdigen dreistöckigen Anzeige. Jetzt versuche ich mal auf die rote Kugel zu kommen. Achso, auf die komme ich hier, weiß ich gar nicht. Ne, so hoch komme ich gar nicht. Dann nehme ich mal die da hinten. Klappt das? Ne, da ist genau... Da ist hier genau der Stein im Weg. Dann dort. Geht das? Ja, genau. Dann erscheint nämlich auf der linken Seite unten eine Kugel. Ich weiß also nicht, welche die richtige ist. Aber irgendwie finde ich, von hier aus ist die blaue am naheliegendsten. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal auf die blaue Kugel einstellen. Ich weiß gar nicht, ob mir das beim letzten Mal aufgefallen ist, dass hier eben... Genau, dass hier nämlich dann unten diese Kugeln erscheinen, was auch immer es zu bedeuten hat. Aber ich würde es mal so eingestellt lassen. So, und dann ist mir nämlich aufgefallen, hier lagen Edelsteine am Rand. Was mir aber vorher nicht aufgefallen ist, dass es hier noch einen Weg gibt. Und den habe ich bisher noch nicht erkundet, deswegen machen wir das jetzt mal zusammen. Hier kann man sogar runterklettern, beziehungsweise dann auch wieder hochklettern. Okay, ja genau, und hier liegen nämlich auch noch Edelsteine, weil ich hier noch nicht lang gegangen bin. Achso, hier rutscht man. Ah, okay, hier kommt man eigentlich von oben irgendwie runter. Warte mal. Schummeln wir mal ein bisschen. Ich versuche mal gerade, ob ich da hochkomme. Also eigentlich soll man hier... Ist das der Rückweg von irgendwo? Das wusste ich jetzt nicht. Na gut, okay. Wir kommen also irgendwann von dort runter, hierher. Aber wir können ja auch von da aus schon hier ran. Und hier haben wir einen Schalter. Huch! Ah, okay. Ach, guck mal an. Jetzt sind wir hier automatisch an diese Seilbahn rangekommen. Witzig, aber wir wissen schon, wo die endet, glaube ich. Nämlich bei der Höhle, genau, da vorne. Die Höhle an sich kennen wir auch schon.
Aber wenn wir da hochklettern, kommen wir, glaube ich, auch noch zu einer Scheinwerferplattform. Dann machen wir das mit den Scheinwerfern nämlich jetzt auch mal. Probieren das mal aus. Müssen wir hier nochmal hochklettern und hoffen, dass wir nicht abstürzen. Das war hier, glaube ich, an einer Stelle so ein bisschen friemelig. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Höhe hier war, weil beim Absprung er sich manchmal dann doch vorne an der Kante wieder festhalten möchte. Soweit, so gut. Dann gehen wir hier rüber. Und ein letzter Sprung, glaube ich. Bitte nicht abstürzen. Genau. So, jetzt sind wir nämlich hier oben. Haben wir die nächste Plattform. Hier ist schon eine Kugel. Ach, guck mal. Dann ist das nämlich die Kugel von dem ersten Scheinwerfer, die hier erscheint. Brauchen wir dann insgesamt 6? Warte mal, da drüben sehe ich nämlich noch eine. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das sind 6. Also diese hier, 1, 2, 3 sieht man mindestens. 4, die haben wir schon aktiviert. 5. Und dann wird da hinten auf der anderen Seite bestimmt auch noch eine sein. Also es sind 6 für wahrscheinlich auch entsprechend 6 Bälle hier. Also ich nehme an, auf der Rückseite wird auch noch einer sein, den wir jetzt gerade nicht sehen können. So, also haben wir hier den einen blauen, haben wir schon aktiviert. Dann müssen wir nämlich jeden dieser Scheinwerfer vermutlich auf eine Kugel richten. Macht ja Sinn. Dann schauen wir mal, welche wir mit dem hier erreichen können. Da scheinen mir gerade nur die 2 roten in Frage zu kommen. Die Frage ist halt, welches ist die richtige? Kann natürlich sein, dass wir dann später nochmal ein bisschen umsortieren müssen. Also wir können entweder die rechte oder die linke rote Kugel nehmen. Jetzt weiß ich nicht, wenn der Scheinwerfer genau auf der anderen Seite aus irgendwelchen Gründen... Okay, ja, das scheint mir richtig zu sein hier. Ich nehme an, wenn ich jetzt auf die andere Seite richte, dann wird da eigentlich auch einfach nur die Kugel erscheinen. Ach, guck mal, warum sind da... Warte mal, warum sind da jetzt direkt 2? Nee, doch nicht. Da waren für einen kurzen Moment, hatte ich das Gefühl, dass da 2 gekommen wären. Ja, ich weiß es nicht. Es kommt halt ein bisschen drauf an, was mit dem Scheinwerfer auf der anderen Seite ist. Welche von den Kugeln der erreichen kann. Ich lasse den jetzt mal auf der rechten Kugel stehen. Möglicherweise müssen wir die später umsortieren. So, hier war auch eine Stelle, von der wir eigentlich runtergerutscht kommen. Ich bin mal gespannt, wie das der Fall sein wird. So, und wenn wir da durch die Feuerwand zurückgehen, kommen wir, glaube ich, an die Stelle, wo der Lavala auch war. Und dann kommen wir wieder zurück dahin, wo wir eigentlich gerade herkommen. Genau. Hier war ein Obsidian ursprünglich. Vorsichtig. Und ich glaube, hier ist ein Lavala im Becken. Was ich natürlich gar nicht gerne habe. Deswegen verschwinden wir auch ganz schnell wieder. Ich glaube, da hat der Bock jetzt gerade den Steinmenschen erledigt. Dafür müssen wir jetzt den Bock erledigen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hießen. Irgendwas mit Morph auf jeden Fall. Weil die ja ihre Gestalt verändern. Die hatten das auch irgendwie im Namen. Irgendwas mit Morph. Ich mag deine Gestalt bei Tag sehr viel lieber. So, dich ignoriere ich jetzt, laufe einfach weiter. Das war der eine Weg, den ich neu entdeckt hatte. Halt von da oben zu diesem Schalter runter. Na, jetzt komm halt. Och Junge, mach's doch nicht schwieriger, als es sein muss. Was war hier hinten noch gleich? Ah, hier leuchten jetzt auch die Kugeln. Die Dinger werden dadurch aktiviert. Das hier sollen ja auch irgendwie... Ja, Aufzüge sein im Prinzip. Also ich denke mal, dass das uns nach oben transportiert. Dafür sind die Spiegel. Und scheinbar, wenn man die roten anpeilt, dann wird das hier aktiviert. Ja, schauen wir mal. Cool. Dann ist auch klar, wofür das überhaupt dient. Wozu das dient. So, 2 haben wir jetzt angestrahlt. Vielleicht müssen wir auch... Ich weiß nicht, ob wir alle gleichzeitig schaffen. Vielleicht müssen wir auch erst eine Seite aktivieren. Also, dass wir uns erst auf die roten Kugeln konzentrieren. Aber es scheint ja 6 Scheinwerfer zu geben insgesamt. Also eigentlich müsste es ja möglich sein, alle Kugeln gleichzeitig anzustrahlen. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Wir gehen auf jeden Fall auf die andere Seite rüber.
Beziehungsweise speichern wir? Macht es Sinn? Naja, eventuell müssen wir die Spiegel... Ich weiß ja nicht, ob das die richtige Ausrichtung ist. Vielleicht müssen wir sie sowieso umsortieren. Dann ist es auch egal. So, wir gehen auf diese Seite auf jeden Fall. Ist jetzt unpraktisch, dass es Nacht ist. Dadurch haben wir hier mehr Gegner als sonst. So, und an dieser Stelle hier haben wir nämlich auch... Ah, da leuchtet auch die rote. Vielleicht ist auch nur die rote bisher richtig. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass auf der Seite hier die blaue leuchtet, ehrlich gesagt. Weil wir ja auch eine blaue Kugel angestrahlt haben. Vielleicht müssen wir uns wirklich erst auf die roten konzentrieren. Oder ist das eine blaue? Nee, das ist mir auch ziemlich... Das sieht mir ziemlich rot aus auch, ne? Das leuchtet auch rot. Genau, hier ist mir nämlich bis jetzt entgangen, dass es hier noch Kletterpflanzen gibt. Da oben bin ich auch noch nicht gewesen. Da klettern wir jetzt mal gemeinsam hoch. Und ich nehme fast an, dass wir auch da zu einem Spiegel kommen. Zu einem Spiegel, zu einem Scheinwerfer natürlich. Den wir dann auf einen Spiegel richten können. Ja. Haben wir auch hier. Und einen ganzen Haufen Gegner. Und einen Weg, der weiterführt scheinbar. Wobei ich mir jetzt gerade denke, wir scheinen tatsächlich erstmal nur an drei dieser Plattformen ranzukommen. Ah, Entschuldigung. Oh nein. Jetzt habe ich... Ja, tut mir leid. Du wolltest dich gerade zurückverwandeln. Dann habe ich dich aggressiv gemacht. Es tut mir leid. Ich hätte dich natürlich nicht angegriffen, wenn ich gesehen hätte, dass du dich gerade verwandelst. Sorry. So, das hier sieht mir aber jetzt mehr nach Sackgasse aus. Ja, tatsächlich. Hier ist eine Sackgasse. Warum geht der Weg dann überhaupt noch so weit hier um die Ecke? Wahrscheinlich, weil man auch hier auf dem Rückweg wieder irgendwo vorbeikommt. Ja, sieht mir jetzt gerade so aus, als kämen wir für den Anfang tatsächlich auch nur an drei dieser Scheinwerfer ran. Was bedeuten würde, dass wir uns tatsächlich wahrscheinlich erstmal auf die roten Kugeln konzentrieren müssen. Weil die ja unten leuchten. Das bedeutet, ich müsste den ersten Scheinwerfer, den wir genutzt haben, nochmal umsortieren und ihn auf diese Kugel hier richten, wenn das möglich ist. Und den hier müsste ich jetzt optimalerweise auf den anderen roten Ball richten. Ja, das sollte klappen. Also mit dem hier würde ich sagen, erreichen wir die blaue und die rote Kugel. Aber es scheint mir halt jetzt so, dass wir uns erst auf die roten konzentrieren müssen. Oder erreicht? Ja doch, das müsste eigentlich... Ja, das klappt auch, wenn man es richtig macht. Dann erreicht man hier die blaue Kugel. Aber wir stellen es mal auf die rote ein. So, achso, die roten gehen dann auf die Seite. Okay. Gut, das bedeutet nochmal zurück zu dem ersten Scheinwerfer und den auch auf die rote Kugel einstellen. Nicht mehr auf die blaue. Halt dich bitte fest hier. Einmal schauen, leuchten jetzt hier... Ja, jetzt leuchten hier nämlich schon zwei von drei Kugeln. Okay. Dann ist das wohl so gedacht. Dann machen wir hoffentlich jetzt gleich auch Fortschritt beim Spiegelrätsel. Und vielleicht finden wir dann sogar schon einen Schlüssel. Wir müssen ja oben, haben wir festgestellt, drei Schlüssel finden, um mit den Transportröhren hoch in die Luftsphäre zu kommen. Und vielleicht finden wir diese Schlüssel ja auch hier schon irgendwo. Man weiß es nicht. So, du warst doch der, den ich auf Blau hatte. Genau. Dann so
teleportieren wir dich mal um. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall die drei Kugeln auf A. Ah, ich wollte gerade sagen, ich erwarte irgendeine Bestätigung, dass das jetzt richtig war. Sehr gut, da kommt sie. Ich dachte gerade so, gar keine Rückmeldung, ob sich irgendwas getan hat. Doch, da passiert doch etwas. Es sieht ein bisschen gefährlicher aus, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da reinsteigen möchte. Oder ist das gar nicht so gedacht? Doch, das sieht so aus, als würde es mich nach oben transportieren. Jetzt ist das Doofe, wenn ich mich hier wieder fallen lasse, nehme ich wieder Schaden. Also muss ich auf der anderen Seite runter. Ah, da ist ja auch so ein... Das sieht schon gefährlich aus, dieses rote Licht. Ich brauche jetzt allerdings eigentlich gar nicht... Kann ich hier runterrutschen, ohne mir weh zu tun? Ja, aber auch das war eigentlich gar nicht so sinnvoll. Ich hätte eigentlich da oben auf einen der Wege kommen müssen. Das war jetzt eigentlich totaler Dummfug. Denn jetzt muss ich erstmal durchs Wasser schwimmen und komme dann genau an der Stelle raus, wo ich mit der Seilrutsche auch hingekommen wäre. Also das war jetzt Dummfug. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Dann wäre ich nämlich nicht darunter gerutscht. Denn jetzt muss ich hier hochschwimmen und komme genau an der Stelle raus, wo ich mit der Seilrutsche auch hingekommen wäre. Von der ich mir dachte, dass ich da eigentlich gar nicht hin muss. Aber ich glaube, mit der Seilrutsche wäre es dann doch schneller gegangen. Ja, muss man vorher drüber nachdenken, welchen Weg man nimmt. Komm, jetzt kletter halt hier raus. Ach, kletter doch hoch, Junge. Mach's doch nicht schwieriger, als es sein muss. So, ach komm. Ich wollte freundlicherweise... Hattet ihr euch nicht gerade zurückverwandelt? Wollt es nicht gerade hell werden? Ich dachte, es wäre gerade Tag geworden, aber scheinbar nicht. So, dann probieren wir mal da den roten Strahl aus. Wie gesagt, der sieht ein bisschen gefährlich aus. Warte, wir speichern vorher. Nicht, weil ich den Strahl tatsächlich für gefährlich halte, sondern weil ich im Zweifelsfall, wenn ich jetzt irgendeinen blöden Fehler mache, und das kann sehr leicht passieren, dann muss ich das Ganze nochmal machen mit den Spiegeln hier. Und da habe ich jetzt kein gesteigertes Interesse dran, deswegen speichern wir zwischendurch mal kurz. Und haben das dann auf jeden Fall schon mal safe. Tada! Sehr gut. So, jetzt probieren wir den roten Strahl aus, der uns hoffentlich nicht tötet, sondern einfach nur ein Stück weit nach oben transportiert. Also mit diesem Tiefrot sieht der echt schon ein bisschen gefährlich aus. Ich hätte das vielleicht ein bisschen dezenter dargestellt. Ich weiß nicht. So, wie kommen wir da am besten rein? So wahrscheinlich. Jawohl, wir schweben nach oben. Ganz sanft tatsächlich. Und erstmal bis hierhin. Geht's nicht noch weiter? Achso, nee, das macht ja auch keinen Sinn. Okay. Dann schweben wir mal hier raus. Okay, und befinden uns jetzt ein kleines bisschen höher. Jetzt kommen wir wahrscheinlich an die anderen Scheinwerfer ran, oder? Ach, guck mal, jetzt befinden wir uns hier oberhalb von diesem. Und können hier oben weiterlaufen. Eine halbe Ebene höher oder so. Dann schauen wir mal. Wenn wir jetzt die anderen Flächen finden, aha, okay, dann können wir die auf die blauen Kugeln einstellen. Wobei ich mich dann wiederum frage, was damit ausgelöst wird, weil jetzt ja beide Seiten schon mit dem roten Strahl aktiviert wurden. Irgendwie hatte ich erwartet... Ach, guck mal, wir sind jetzt hier genau auf Höhe von dem Scheibenfragment. Ach, sieh an. Und da drüben müsste doch der Weg sein, der zum Obsidian führt. Interessant. Wo bringt uns das dahin? Ich hätte jetzt irgendetwas erwartet, das uns
horizontal hier wegschießt, vielleicht. Das hier sieht ja eher so aus, als würde es nach oben gehen. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Wo kommen wir da hin? Ich weiß es nicht. Ich schaue mich kurz noch ein bisschen um hier, um die Ecke rum, bevor ich da reinhüpfe. Hier geht es nämlich auch noch weiter. Oh, Speicherplattform. Sehr gut. Das gibt mir ein besseres Gefühl. Wir speichern erst. Wir töten erst den Ochsen hier. Achso, und hier ist eine von den Rutschpartien. Ein Anfang einer Rutschpartie. Sehr gut. Speicherplattform ist sehr gut. Dann können wir nämlich hier oben rumexperimentieren. Achso, das war's schon. Und da rutschen wir nämlich dann runter. Wahrscheinlich zum Beginn von der Seilrutsche. Aber erstmal speichern wir. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir das Speichern unten jetzt sparen können. Aber konnte ich ja nicht ahnen. So, hier um die Ecke geht's auch noch weiter. Ach, da ist der andere Strahl. Okay, die führen also beide auf den gleichen Weg im Prinzip. Ach, guck mal, jetzt hat er sich zurückverwandelt. Sehr gut. Okay, also von dem anderen Strahl aus wären wir auch hier hochgekommen. So, jetzt probiere ich mal da rein zu springen. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, was es mir bringt. Denn gefühlt muss ich nicht nach oben, sondern nach da drüben. Aber schauen wir mal. Ja, das bringt mir auch gerade denkbar wenig, habe ich das Gefühl. Vielleicht in der Richtung muss ich hier irgendwie da drauf. Ah, vielleicht müssen wir hier nach oben. Warum auch immer. Klappt das? Nein, nicht so wirklich. Da komme ich scheinbar nicht rüber. Ich denke auch, ich kann nicht bis da drüben fliegen. Moment, ich versuche jetzt erst nochmal hier drauf. Und dann auf die andere Seite. Nein. Unsichtbare Wand, also das ist nicht die Idee. Okay, und jetzt versuche ich einfach mal der Vollständigkeit halber und weil ich ja immer wieder ein Problem mit meinen Flügeln habe, das abzuschätzen. Ich glaube, das ist zu weit. Ich kann da, glaube ich, nicht drüber fliegen. Aber um es versucht zu haben, versuchen wir es jetzt. Das ist definitiv zu weit, aber sowas von. Gut, dass wir gespeichert haben. Sonst hätte ich das auch nicht ausprobiert. Drücke die A-Taste, um deine Suche fortzusetzen. Jawohl, Meister. Okay. Gut, ich habe keine Ahnung, was mir da... Warum verwandelt ihr euch denn jetzt schon wieder? Wir sind doch gerade... Es wird doch hell. Jetzt seid doch freundlich. Ja, was mir das da vorne bringt, keine Ahnung. Im Moment nicht viel, habe ich das Gefühl. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Na also, so ist doch viel besser. Und kommen auf der anderen Seite zu dem roten Strahl. Ich müsste eigentlich einen Weg finden. Aber nee, es gibt ja mehr Scheinwerfer. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt von hier aus quasi die Spiegel umstellen muss auf die blauen Kugeln. Aber das geht ja auch nicht. Weil dann komme ich ja nicht wieder hier hoch. Ich weiß halt nicht so genau, was es mir bringt, ehrlich gesagt. So, wo bin ich jetzt und was bringt es mir? Hier. Ah, ich glaube, da kommen wir jetzt wieder zu einem weiteren Scheinwerfer. Jawohl. So, und den stellen wir jetzt natürlich mal auf eine blaue Kugel, würde ich sagen. Welche kommt da in Frage? Ah. Sieht ein bisschen so aus, als wären die alle verdeckt. Schauen wir mal. Also die hier oben könnte ein bisschen zu steil sein und die anderen beiden sind genau durch die Äste von den roten Kugeln verdeckt. Kommen wir da dran? Nee, an die hier oben kommen wir nicht dran. Und an die anderen beiden aber auch nicht, oder? Oder geht das dahinter? Ach, komm schon. Jetzt muss ich die jetzt auf die roten stellen?
Echt, muss ich die jetzt alle umsortieren? Muss jetzt die neuen auf die roten stellen und die alten auf die blauen eventuell? Moment, die, an der wir eben vorbeigekommen sind, wo wir also von hier aus auch drankommen würden. Das war ja der Scheinwerfer, den wir als allererstes benutzt haben. Der da drüben, genau. Und der zeigte zwischenzeitlich auch auf diese blaue Kugel. Das heißt, da kann ich aber genau mit dem, der zeigt jetzt auf die rote da hinten. Das heißt, den kann ich aber mit diesem Scheinwerfer hier genau nicht ersetzen, weil ich nicht an die rote Kugel da hinten komme. Ah. Drecksgemeinheit. Das heißt, ich habe das Problem, dass mir gleich eventuell, wenn ich mich jetzt falsch entscheide, bricht mir unten der Weg wieder ab. Also ich muss den hier zwangsläufig auf eine der roten Kugeln stellen. Ich weiß halt nur nicht, auf welche. Die rechte oder die linke? Ich nehme mal die rechte. So, die ist jetzt quasi doppelt belegt. Das Dumme ist aber, ich kann halt nicht die rote Kugel ersetzen, wenn ich jetzt den Scheinwerfer da drüben umsortiere. Wir gehen erstmal weiter, bevor ich an den Scheinwerfer rangehe. Ach nee, weitergehen ist ja gar nicht. Hier ist ja Sackgasse. Wir gehen einfach weiter. Naja, wir können wieder zurückgehen. Kann ich von hier aus noch irgendwo hin? Ist hier noch ein Weg? Nee. Also das hier ist tatsächlich eine Sackgasse. Ja, ich hoffe, dass ich mich jetzt für den richtigen Ball entschieden habe. Gibt es jetzt erstmal keinen Hinweis darauf, welches der richtige ist. Okay, ich glaube, wir werden uns heute hier mit dem Spiegelrätsel beschäftigen, tatsächlich. Und vermutlich nicht nach oben fliegen, denke ich mal. Das hier scheint mehr Zeit in Anspruch zu nehmen, als ich ursprünglich gedacht hätte. Hier kommen wir auch nirgends hin, oder? Nein. Okay, also da Sackgasse, hier geht's zurück. Wir können ja zurückgehen bis zu dem anderen roten Strahl und dann noch in die andere Richtung. So, und ich könnte jetzt diesen Spiegel hier, wie gesagt, umstellen auf die blaue Kugel, auf die er anfangs gezeigt hat. Wo ich ihn dann schon mal umstellen musste. Ich speichere mal zwischendurch. Nee, wir gehen erstmal, bevor ich da runterrutsche, gehen wir erstmal auf der anderen Seite von dem roten Strahl weiter. Vielleicht kommen wir da nämlich auch in eine Sackgasse und können noch einen Spiegel erreichen. Vielleicht gibt uns das weiteren Aufschluss über die Anordnung hier. Ach, guck mal, hier ist auch einer. Ach, guck mal. Den habe ich eben noch gar nicht wahrgenommen. Und mit dem könnte ich doch vielleicht... Ja, oder ist das zu steil? Ach, dann muss ich den vielleicht auf die rote dann... Ich, boah, Mann. Ich überlege gerade, ob ich mit dem... Obwohl, doch, wenn ich mit dem jetzt hier rechts die rote erreiche, weil ich annehme, dass die blaue nicht geht. Genau, die blaue geht nicht. Also ersetze ich damit den anderen und strahle auch die rote hier an. So, sollte jetzt. Das heißt, ich kann jetzt den, der dazwischen liegt, zwischen den beiden, wieder umstellen auf den blauen. Dafür müsste ich aber erst da runterrutschen. Was ich jetzt nicht tun möchte, weil ich erstmal auf die Seite gehen möchte. Aber zumindest sollte dann, selbst wenn ich das tue, also wenn ich den Scheinwerfer... Ich wollte einfach an dir vorbeilaufen. Ich wollte dich verschonen. Also selbst wenn ich diesen Scheinwerfer dann von der roten Kugel runternehme und auf die blaue stelle, sollte der Aufzug hier hoch, also dieses rote Transportband, sollte bestehen bleiben, weil ich ja jetzt einen anderen Scheinwerfer auf diese Kugel gerichtet habe. Solange die drei roten Kugeln von irgendwo angestrahlt werden, sollte der Weg hier hoch ja sicher sein. So, jetzt gehen wir nämlich auf die andere Seite. So, pass auf, und der hier ist im Moment der einzige auf der roten Kugel. Der könnte aber wahrscheinlich... Könnte der auch auf die blaue? Ich meine ja, ne? Da hatten wir vorhin festgestellt, der könnte auch auf die blaue. Aber da wollte ich mich auf rot konzentrieren. Das heißt, wenn wir jetzt da hinten noch einen finden, versuchen wir den auf die rote zu setzen, um den hier zu ersetzen.
Also dann wäre es nämlich tatsächlich so, dass die drei Scheinwerfer, die wir erst auf die roten Kugeln gesetzt haben, müssen dann umsortiert werden auf die blauen. Und die drei neu gefundenen müssen dafür den Strahl auf die roten jeweils ersetzen. Bisschen mehr Aufwand als nötig. Man hätte jetzt auch einfach die drei neuen auf die blauen richten können. Ach, guck mal da, ein Block zum Schmelzen. Okay, in der Ecke hier gibt es mehr, als ich erwartet hatte. Mit Wasserfall und allem. So, jetzt erstmal hier den etwas abgerutschten Scheinwerfer. Ach komm an, jetzt sag mir nicht, dass der jetzt deshalb, weil der so abgeknickt ist, kommt der nicht so hoch, oder? Ups, warum? Hallo, ich wollte den noch bewegen ein bisschen. Ja, der ist hier schon so halb abgebrochen. Hier steht man noch nicht besonders sicher, glaube ich. So, wo kann ich dich denn jetzt... Ja, geil. Der geht überhaupt nicht so wirklich hoch. Hey, warum? Lass dich doch bewegen jetzt. Okay, der geht jetzt nur... Der bricht immer wieder ab. Ich bin's nicht. Ich bewege nur den Stick. Ich weiß nicht, warum der hier jedes Mal wieder rausgeht. Alter, jetzt hör halt auf. Okay, also mit diesem dämlichen Ding erreiche ich jetzt nur die blaue Kugel da drüben. Was insofern blöd ist. Warte, mit dem da habe ich die blaue Kugel erreicht oder die andere? Also ich glaube, die hier erreiche ich mit dem hier am besten, aber ich weiß nicht, ob ich die da auch erreichen würde. Ach, das ist hier eine hakelige Sache. Mehr als ich gedacht hätte. Das Umsortieren der Spiegel. So, da können wir auf jeden Fall irgendwie hoch. Ach, kommen wir damit vielleicht wieder ans andere Ende der Sackgasse oder so? Den Block hier sollten wir auf jeden Fall schmelzen können, wenn wir gerade noch genug Wasser haben. Ah, genau. Hier rutschen wir jetzt runter zu dem einen Spiegel. Womit ich dann jetzt schon wieder auf der anderen Ebene bin. Okay. So, lass mich drüber nachdenken. Der zeigt jetzt auf den roten und der könnte auch maximal nur auf den anderen roten zeigen. Ach man, auf dem schon irgendwie drei drauf sind. Ist das so? Tatsächlich. Ich glaube, da drüben sind jetzt gerade drei. Ja, oder zwei. Ach Mann, ey, ich weiß gerade echt nicht, wo ich den insortieren soll. Also der kann ja eigentlich nur auf die rote Kugel oder auf die rote Kugel. Auf der roten Kugel ist gerade schon irgendwie gefühlt alles drauf, deswegen lasse ich den jetzt mal so stehen. So, das heißt, wir rutschen jetzt zurück oder wir laufen jetzt zurück wieder zu dem roten Band und stellen mal den einen um, von dem ich schon die ganze Zeit gesprochen habe, den ich umstellen möchte. Nein, tu mir nichts. Oh Gott. Also ich habe zwar unterwegs immer wieder gespeichert, aber es muss ja trotzdem nicht sein. So, lass mich doch alle in Ruhe jetzt. Oh cool, ich konnte im Sprung noch die Flügel anlegen und benutzen. Sehr praktisch. So, jetzt sind wir wieder hier. So, wir hatten da die Sackgasse und den Spiegel haben wir auf den roten gestellt. Ich weiß nicht, wie ich die alle umsortieren kann, dass sie jetzt... Jetzt muss ich erstmal... Hier rutsche ich jetzt wieder runter und sortiere den Spiegel mal um, zu dem wir dann kommen. Und dann schauen wir weiter. So, hier kommen wir... Hier, ich will nicht da hoch, ich will hier hochklettern. So. Den hier haben wir jetzt auf die rote Kugel gerichtet. Den möchte ich gern auf der blauen haben. Aber dann, selbst dann haben wir erst zwei blaue. Ach, den kriege ich gar nicht auf die blaue, siehst du? Den kriege ich nur auf diese blaue hier. Ist ja nervig.
wie ist der richtig eingestellt? So, hoffe ich. Ist er jetzt richtig? Okay. Also diesen einen ersten Spiegel haben wir jetzt richtig eingestellt, glaube ich. Weil der da drüben, der rote, ist schon ersetzt worden und der kann nur auf diesen blauen hier. Jetzt haben wir da allerdings zu viele drauf. Das ist ein Chaos hier. Oh Mann. So, pass auf. Der ist jetzt auf dem blauen und auf der anderen Seite drüben ist auch einer auf dem blauen. Der muss nämlich dann... Ist das der schräge gewesen? Ja, das ist der, der so abgeknickt ist da hinten, ne? Der muss nämlich dann doch auf diesen blauen hier scheinbar. Wie komme ich zu dem jetzt am schnellsten hin? Indem ich, glaube ich, hier entlang rutsche. Ungefähr so, wie ich es vorhin gemacht habe, nur ohne Schwimmen, sondern eher mit Rutschen. Hui! Komische Plattform, sowas hatten wir auch noch nicht. Also so eine Stelle, die uns einfach nach oben springen lässt. Kann ich hier nicht abspringen? Ich möchte eigentlich zu dem roten Transport dahin. Ja, und ich will auch eigentlich gar nicht richtig in die Höhle rein hier, sondern ich möchte zurück auf den Baum. Nein! Ach, ja, genau das meinte ich vorhin. Wenn man abspringt an der Kante, wo der aber auch nach unten klettern kann, dann gelingt der Absprung oftmals nicht, weil er versucht, sich an der Kante festzuhalten. Das ist jetzt hier gerade auch passiert. Also habe ich es doch nicht geschafft, ohne nass zu werden. So, du bist gerade freundlich. Sehr gut. So, hier nochmal rein. Und oben nach links. Und dann versuchen wir, den auf den anderen blauen zu richten. Und dann brauchen wir immer noch einen. So, das war doch jetzt hier der Schräge, oder? Genau, der ist nämlich jetzt auf den blauen gerichtet, wo der andere als einziges hin kann. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, den darüber zu sortieren. Was an dieser Stelle ein bisschen schwierig ist, weil er irgendwie immer automatisch hier rausgeht. Ja, genau, der unterbricht das immer so ein bisschen hier. Ich weiß nicht warum, ich bin's nicht. So, hoffentlich klappt das jetzt. Kannst du den hier? Der kann... Na komm, jetzt mach halt richtig. So. Und jetzt brauchen wir noch... Ja, nun lass doch los. Die ganze Zeit ist er immer automatisch rausgegangen. So, und jetzt haben wir... Moment. Der ist hier... Wo ist denn dann? Ist da hinten noch einer? Irgendwo haben wir jetzt noch eine Doppelbelegung. Genau, wir müssen auf diese blaue Kugel hier jetzt noch kommen. Wer ist denn im Moment noch falsch eingestellt? Warte mal, die beiden, oder? Gehen die beiden auf das gleiche? Auf das gleiche rote. Hier, warte mal, der da drüben. Aber genau der, zu dem ich so hinklettern müsste, wie ich es gerade nicht tun wollte. Also durch diese Kaminhöhle. Oder ist das der hier, wo wir dann hinkommen? Achso, das ist der. Genau, das ist der, aber den konnten wir nicht anders einstellen, oder? Alter. Oh, warte. Den kann ich nicht auf den blauen setzen. Das heißt, ich muss den jetzt vielleicht auf den anderen roten setzen und schauen, ob ich den, der den roten anstrahlt, auf den blauen kriege.
Digga. Okay, warte mal. Der könnte auch hier rüber. Und welcher ist das jetzt, der genau auf der anderen Seite ist? Ey, es ist doch wirklich... Oder der, der jetzt da rechts... Also wenn ich mit dem auf dem rechten hier bleiben würde, dann müsste ich den... Wo ist denn die letzte blaue Kugel jetzt nochmal? Moment. So, jetzt nochmal. Die letzte blaue Kugel, die ich nicht erreichen konnte, ist hier. Das heißt, kann ich mit dem Scheinwerfer da drüben, der jetzt auf diese rote Kugel leuchtet, bekomme ich mit dem diese blaue. Das sieht nämlich nicht so aus, weil eventuell genau was im Weg sein könnte. Und welcher ist das überhaupt? Wie komme ich zu dem hin? Zu dem komme ich über den... Über den Weg, ne? Über den roten Transport. Aber konnte ich den auf blau stellen? Ne, ich glaube, bei dem habe ich doch festgestellt, dass das nicht geht, oder? Das war doch, war das nicht der erste, zu dem ich jetzt neuerdings hingekommen bin? Also der erste neue, den ich gefunden hatte? Oder war das der da drüben? Ne, der kann es nicht sein. Das ist der, zu dem man wieder runterrutscht. Also dieser hier. Und an dem habe ich doch festgestellt, dass es gar nicht geht, die neuen auf blau zu stellen, weil der nur auf rot kam. Das heißt, der muss auf rot stehen bleiben. Das heißt, der hier muss auf das andere rot. Und dann muss ich hoffen, dass der, der auf dem anderen rot mit drauf ist, auf das andere blau kann. Ich weiß nur gerade nicht, welcher das ist. Ist der jetzt hier richtig drauf? So, das müsste jetzt der sein, der genau auf der anderen Seite des Baums ist. Es tut mir leid, heute ist alles ein bisschen kompliziert. Und der soll dann hoffentlich auf das Blau gehen. So, und wie komme ich jetzt zu dem hin? Welcher ist das? Das ist dann der in der Mitte. Der Neue, oder? Der Neue in der Mitte. Wie komme ich da am ungeschicktesten hin, indem ich mich wieder da hoch transportieren lasse. Und da komme ich wiederum am ungeschicktesten hin, indem ich hier ins Wasser springe und hoffentlich nicht dabei sterbe. Ich hätte mir Notizen machen sollen, vielleicht über diese Spiegel. Ich bin sehr gespannt, was uns dann bringt, wenn wir die blauen Kugeln tatsächlich alle mal anvisieren sollten. So, also den da. Den müsste ich jetzt umstellen von... Ja, das geht nämlich nicht. Guck mal, der erreicht die blaue nicht. Die blaue ist ja noch weiter links. Das geht auch wieder nicht. Oh, Herrgott. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Dinger eingestellt kriege. Ich muss mir da echt... Sonst muss ich mir echt einen Notizzettel machen. Muss die alle mal durchnummerieren und gucken, welcher welche Kugeln erreichen kann. Also ich gehe jetzt noch einmal schauen, aber das sieht man ja eigentlich schon. Das wäre ja jetzt hier der nächste. Warte mal. Der da. Der müsste statt auf die rote auf die blaue. Die blaue ist aber exakt hinter dem Baum. Das geht nicht. Ja. Der hier kann das nicht erreichen. Ach Mann. Obwohl, nee, es geht doch um diese blaue hier. Warte, welche sind jetzt doppelt? Nee, dann ist auch, dann bin ich auch falsch. Der hier ist das. Hier der nächste. Jetzt habe ich falsch geguckt. Alter, ich bin total verwirrt. Warte. Es geht doch um einen von denen, die hier jetzt doppelt... Lass mich in Ruhe. Schubst mich jetzt bloß nicht hier runter. Ich werde fuchsig. So, warte. Der hier. Der ist das. Der in der Mitte, habe ich ja gesagt. Das war der andere. Okay. So, und der... Ja, der müsste auf die blaue Kugel, was genau nicht geht, weil der Ast von der roten Kugel im Weg ist.
Alter, das macht mich irre. Das geht nicht. Der muss da hinten auf die blaue. Und die ist genau hinter dem Ast hier. Ach komm, ey, ist doch nicht dein Ernst jetzt. Welcher kann denn... Ich muss rausfinden, welcher von den ganzen Scheinwerfern auf diesen blauen da überhaupt drankommt. Das scheint im Moment irgendwie gefühlt keiner zu sein. So, der hier kann maximal noch hier mit drauf. Dann wäre... dass der da drüben... Der aber da auch, glaube ich, nicht drauf kommt, weil ihm dann genau der Ast von der anderen roten wieder im Weg ist. Ich muss den Scheinwerfer finden, der diese blaue Kugel anleuchten kann und dann alle anderen danach ausrichten. Also der hier ist es nicht. So, und der hier ist es, glaube ich, auch nicht, weil der Ast von der anderen roten im Weg ist. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Oder? Geht das? Nee, da ist genau der Ast von der anderen roten Kugel im Weg. Ich versteh's nicht. Ich krieg's nicht hin. Oder? Warte. Da war ein Geräusch. Ich dachte gerade, hier wären... Nee, es ist aber nicht das Gerät. Wenn diese Kugeln da erscheinen, macht das ja auch irgendwie Geräusche, aber das ist es in dem Fall jetzt gerade nicht. Es sind irgendwelche anderen Tiere. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss da wirklich mit Notizen ran. Also der hier kann nicht auf diese blaue Kugel, der kann nur entweder auf diese rote oder diese rote. Der, der auf dieser roten ist, kann auch nicht auf diese blaue, weil der andere rote Ast im Weg ist. Der, der auf dieser roten drauf ist, keine Ahnung, kann auch nicht. Warum auch immer, gefühlt kann keiner auf diesen blauen Ball drauf. Ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich wieder nicht, welcher das ist, der jetzt im Moment gerade auf diese rote Kugel zeigt. Aber es bleibt mir gerade nichts anderes übrig, als den umzusetzen auf diese rote Kugel. Dann rauszufinden, welcher andere noch da drauf zeigt. Welcher ist denn das? Der, den wir... Ich glaube, das ist der einzige... Warte mal, das ist doch der einzige, den ich... bis jetzt noch nicht nochmal umsortiert habe, oder? Kann das sein? Das könnte natürlich sein, dass der auf die blaue... Oder hatte ich den eben auf eine andere blaue gesetzt, an den ich jetzt gerade denke? Ich bin verwirrt, ich bin sehr verwirrt. Wir gehen gucken. Aber ich glaube, das ist der einzige, den ich bisher noch gar nicht umgesetzt habe, weil ich dafür... da hätte runterspringen müssen. Und das habe ich, glaube ich, nicht gemacht, oder? Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Wir müssen überhaupt keinen Stress anfangen jetzt. So, pass auf. Hier bin ich runtergerutscht und habe den mehrmals umgesetzt, gefühlt. Aber bin ich denn hier vorne, wo ich ankam?
Hier war ich. So, hier. Zu dem nochmal runter. Ich guck mal von oben erstmal. Müsste der nicht noch auf einer roten stehen? Und wenn das die doppelt angeleuchtete rote ist, könnte der dann... Ja. Ah, der kann aber, glaube ich, nicht auf dem blauen, oder? Weil das zu steil war. Ich weiß es nicht, aber ich versuche es gerne. Geht es oder geht es nicht? Ja. Ist es das? Ist das die Lösung? Nein. Warum? Warum nicht? Doch. Oh Gott. Was ist es und was tut es? Ach. Warte mal. Geht das zu dem Scheibenfragment? Und wir kommen jetzt, wenn wir da hochspringen, jetzt mit dem Luftdings, was uns eben nichts gebracht hat, kommen wir in diesen Strahl rein. Jawohl. Ja, mega. Wir kriegen ein Scheibenfragment dafür. Für die Spiegelgeschichte, die jetzt auch enorm anstrengend war. Wie ich finde. Gott, das war jetzt echt eine schwierige Geburt mit den ganzen Dingern. Ja, jetzt ist hier nämlich die dritte blaue Kugel. Die wurde gerade eben noch nicht angezeigt, deswegen war ich so ein bisschen nervös. Oh Gott. Das war die Lösung. Es hat mich auch nur eine Stunde gekostet, ungefähr. So, pass auf. Das heißt... Na, lass mich in Ruhe. Ich will keinen Stress. Hier runter. Da hoch. Nein, nicht fallen! Alter. Ich dachte eigentlich klettern, aber hey. So. Hier runter, da hoch. Nochmal speichern, ganz wichtig. Bevor wir jetzt irgendwelchen Blödsinn machen. Und dann können wir in den blauen Strahl springen und bekommen ein Scheibenfragment. Wie cool ist das denn? Also es ist nichts, was uns durch diesen Steinbogen mit dem Scheibenfragment durchschießt, wie ich vermutet hatte, so eine Art Kanone, sondern es ist ein Strahl, der uns sachte hindurch transportiert, wie mir scheint. Aber erstmal speichern wir trotzdem. Schauen wir mal, wie zuverlässig dieser Strahl ist. Oh Mann, ey, das war aber eine schwierige Geburt jetzt hier. Das mit den Spiegeln. Bisschen nervig auch. Also es hätte mir gereicht, wenn wir einfach die drei neuen Scheinwerfer auf die blauen Spiegel hätten richten können. Das wäre ein bisschen weniger Umsortiererei gewesen. Aber okay, wir haben es geschafft. Und das ist die Hauptsache. Und die Belohnung ist nicht schlecht. Ja, und jetzt macht das hier nämlich auch Sinn. Ui. Und da schweben wir. Da, ich möchte eigentlich zu dem Obsidian. Aber jetzt schweben wir erstmal durch und holen uns das Scheibenfragment. Yippie. So, wo kommen wir jetzt raus? Wo kommen wir denn da hin? Ah ja. Ja, gut, passt natürlich. Genau, auf den Turm zu. Richtig. Durch den Steinring durch kommen wir natürlich genau auf den Turm zu. Sehr cool. Geht das auch wieder zurück? Können wir auf diese Weise jetzt schneller zurückreisen? Scheint mir leider nicht so, weil wir jetzt von hier aus, glaube ich, nicht in den Strahl reinkommen, oder? Nee, leider nein. Es sei denn... Naja, das wäre ein bisschen risikobehaftet. Also wenn wir eine Etage höher klettern und in den Strahl reinspringen. Weiß ich nicht, ob wir dann durchfallen, weil das vielleicht doch zu schnell ist. Oder ob wir dann rüber transportiert werden. Oder ob das Ding vielleicht sowieso nur in eine Richtung funktioniert. Das kann natürlich auch sein. Naja, okay. Aber ich würde sagen, das war's dann für heute. War dann doch noch erfolgreich. Also zumindest etwas haben wir bekommen. Und zwar ein Teil, war das der Erdscheibe? Wir schauen mal nach. Ja, wir haben jetzt drei Teile der Erdscheibe. Müsste das nicht eigentlich bedeuten, dass wir zum Wächter gehen können? War das nicht immer so? Haben wir nicht immer drei Teile gebraucht? Und dann den Bosskampf gehabt und dann das letzte Teil bekommen. Ich glaube, das war so. Das heißt, wir hätten jetzt die Entscheidung, entweder mit dem Aufzug nach oben zu fahren und den Weg fortzusetzen, bei dem ich beim letzten Mal gescheitert bin,
Oder wir kehren in die Wüste zurück und bekämpfen den Wächter der Erdsphäre. Spannende Sache. Ihr erfahrt beim nächsten Mal, wofür ich mich entschieden habe. Vielen Dank fürs Zusehen heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.